So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Savage Lands mit MG Muss mit am Lagerfeuer hier, ganz gemütlich. Guten Tag. Ist immer wieder schön, mit ihm am Lagerfeuer zu sitzen und zu speisen. Genau, So. hier mit dem Skelett im Hintergrund, das Wow. da festgenagelt ist Ach auf so. das Kreuzchen. Das Festgenagelte. Das ist ja. Genau. Da hinten rennen schon wieder zweimal Essen. Ja, dann können wir ja weiter, oder? Ja, natürlich. Wir sind immer noch auf der Suche nach den Bären. Ja. Oder wir haben uns den Bären aufbinden lassen. Ja, was es in Bären gibt. Ah, na gut, Drecksvieh. dann lauf weg. Wir haben eh so Dann viel zu nicht. essen. Dann nicht, ne? Ja. Genau. Ich hoffe, wir finden einen Bären, weil das ist schon ein bisschen blöd. Entweder ein Ja. Bären oder ein Lager von uns. Das wäre natürlich auch fein. Ja, oder Also. beides. Wäre natürlich perfekt. Oder so ein End. Also so hier, wie heißt es? Wood Giant. Oder wie hat es geheißen? Ich weiß es gar nicht mehr. Forest Giant. Was soll denn das bitte sein? Weiß ich nicht. Habe ich auch noch nicht gesehen, das Vieh. Das wird uns instant töten. Wahrscheinlich. Mit einer Watschen, bam, im Bam, Eimer. genau, voll im Eimer, ne? Vor allen Dingen suchen wir unser schönes Zeug hier wieder. Wie unser schönes Zeug. Ja, jetzt überleg mal, wir würden jetzt sterben. Dann würden wir auf der anderen Seite der Insel spawnen und wir würden unseren Body nie wiederfinden. Oh, da hinten ist ein Wolf. Komm, mach mal den Wolf immer platt. Alter, komm, stirb, Junge, stirb. Oh, es ist schon einmal. Ja, Geht so schnell kaputt. nimm ja nicht das Strong Swine mit. Wieso denn auch? Ach so, für was denn, ne? Für deine Rüstung, die du eventuell aus dem Bärenfell machen Ach, kannst. apropos Rüstung, ja, ist noch in Ordnung. Passt. Wenn wir einen Bären finden. Ja. Mann, ich würde so gerne den Bären noch finden, ohne Scheiß. Ja, ich glaube, das brauchen wir einfach auch für diesen Monster-Cleaver. Also für dieses Schlachtbeil da, das so heftig ist. Gleich brauchen wir auch Bär. Na, oh, das sind zwei Skelette. Ach komm, die lassen wir mal stehen Oh, hier. lass mal stehen, komm. Ja, bleibt da Ja, unten. wir haben ja heute nach der Folge erstmal eine kurze Pause vor, Ja, bis sich aber. Savage Lands hier einfach mal weiterentwickelt hat. Ja, ist ja nicht so, dass es sich nicht weiterentwickelt, aber es ist halt zu langsam, weil sonst wird es immer das Gleiche, dann wird es für euch auch langweilig. Genau, wenn man sagt, wir laufen jetzt vier Folgen jetzt schon quer über eine Map und suchen einen Bären. Weil Genau. wir sonst einfach nichts anderes zu tun haben. Wir haben jetzt schon zwei Cities gebaut, haben drei Städte gefunden und. Dann genau genommen sogar vier, wenn man die erste noch mitzählt. Ja. Und das halt jetzt auch noch als City, was da gerade so verfallen war. Ja, dann haben wir schon fünfe gefunden. Ja, stimmt, weil wir hatten ja zwischendrin auch noch mal so eine komplett Ja, fertige, solche gell? verfallenen Dinge haben wir ja schon Ja. mehr gefunden. So ist ja nicht. Ja. Aber. So ist mittlerweile oder momentan ein bisschen die Luft raus. Wir kommen sicherlich auf dieses Projekt wieder zurück. Hoffen wir mal. Genau. Es Wenn wird halt jetzt es. einfach mal 2, 3 Wochen vielleicht eine Pause geben. Dafür gibt es Genau. einen schönen Ersatz, den wir jetzt noch nicht spoilern wollen. Nö, den seht ihr dann in 2 Tagen. Genau. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, weil das Projekt macht unwahrscheinlich viel Spaß. Ich finde diese Skyrim-Atmosphäre so geil. Ja, vor allem, es hat so viel Potenzial einfach. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass es viel Potenzial hat. Natürlich braucht es halt einfach mal die Zeit, die es nun mal braucht, was halt generell so ein Spiel einfach mal braucht. Genau, und es ist halt einfach ein Early Access-Titel. Genau, und da kann noch Genau, viel passieren. richtig. Also, Kann es auch ist. sein, dass morgen auf einmal keine Updates mehr kommen, weil der Produzent nicht mehr will. Aber das glaube ich, würde ich jetzt hier noch nicht sehen. Da gibt es andere, die sind schlimmer. Stimmt auch wieder. Wenn ich da an The Forest denke, wie buggy das Spiel ist, da ist das hier schon um Längen weiter. Auch wenn da zwar noch nicht so viel Inhalt drin ist, aber es macht halt einfach grafisch unwahrscheinlich viel her. Klar, es kann jetzt irgendwie was angekündigt ist, Witcher oder sowas nicht mithalten, aber es soll es auch gar nicht. Das Ding kostet wie viel? 14 Euro, oder? Hat so viel gekostet? Weiß es gar nicht. Ich auch nicht mehr. Weiß es nicht mehr, aber es ist jetzt nicht so teuer, aber macht halt unwahrscheinlich Laune und. Wir haben gesagt, bevor wir uns die Lust jetzt einfach komplett vergeigen an so einem Spiel, weil wir sagen, wir haben es überspielt, Ja, machen wir lieber eine Pause und wenn irgendwo eine größere Änderung ist, werden wir dann sicherlich 2, 3 Folgen machen, um euch die zu zeigen. genau, das ist halt das Problem, wenn man jetzt wirklich hergeht und spielt und spielt und spielt, dann hat man es erstens selber satt und zweitens ihr natürlich auch. Das ist ja nichts,
Das ist einfach nur Blödsinn. Und das wird dem Spiel, glaube ich, dann auch nicht gerecht, wenn es dann fertig ist. Und es ist dann wirklich nichts. So. Dafür ist es einfach zu schön und mit zu viel Liebe gemacht, um es hier jetzt, jetzt mal bis zum Erbrechen einfach rauszuziehen. Das macht für uns keinen Sinn. Wir haben gesagt, okay, wir machen eine Pause damit. Genau. Für 2, 3, 4 Wochen, das wissen wir noch nicht genau. Es wird aber auf alle Fälle fortgesetzt. Also Auf zumindest jetzt so der Plan. der Plan, der Masterplan ist errichtet. Ob der eingehalten werden kann, ist halt immer die Frage aller Fragen. Genau, aber es ist Aber einfach zu schön hier, also ja. von der ganzen Umgebung her. Wenn noch ein bisschen was dazukommt, wenn man jetzt schaut, Update Nummer 8 ist dann heraus, wenn ihr die Folge seht, da kommt wieder was dazu und wir werden auf jeden Fall weiter beobachten, was in den Updates so alles kommt, Genau, was so angekündigt ist. und Und wenn werden irgendwas Größeres dabei ist, dann werden wir sicherlich wieder dabei sein und werden wieder Folgen aufnehmen, um euch das auch zu zeigen. Also ihr verpasst nichts. genau. Genau, es wollte halt auch bloß, dass auch unseren Zuschauern, also euch da draußen, das Ganze nicht langweilig wird. Haben sie aber schön erklärt. Ja. Ah, der Sonnenuntergang. Ah, Ja, in Gott, den ah. könnte ich mich auch jedes Mal wieder rein Der verlieben. ist so geil. Ja. Ah, immer dem Sonnenuntergang entgegen, oder wie? Wo bist du? Hinter dir. Hinter mir. Hast du auch Hä? den Sonnenuntergang bewundert? Ja, und Aber wie sich das, das Licht an dir bricht. ja, aber das ist genau der Punkt, Bäh. was eben Spaß macht auch an solchen Ja. Spielen. Wenn solche Detailliebe drin ist, weil ich sag, so ein Sonnenuntergang, den muss man erstmal suchen. Ja, Was, klar. den findest du nicht an jeder Ecke, Okay. dass es Definitiv so nicht. cool gemacht ist. Klar, ich Aber sag, vor allem AAA-Titel zum Teil schaffen solche ja, Sonnenuntergänge nicht. ne. Und das heißt schon mal was. Und das von einem Indie-Titel. Leute, also. Eben, eben. Und wenn ich heute mal vergleiche, ein Forest hat auf Unity, nicht Unity, auf, oder? Unity 5 Engine gewechselt, glaube ich. Frag mich Gab's Sachen. keine Ahnung, aber selbst die kriegen es nicht so geil hin wie hier mit Lens Flare, mit den God Rays, dem ganzen Thema. Das schaut einfach hammergeil aus. Es ist wirklich hammer nice. Ja, und jetzt fehlt dann einfach der Spielinhalt, fehlt noch ein bisschen. Ja, aber der kommt Aber noch. Das ist nicht genau. schlimm. Das ist Early Access. Das ist Alpha. Das ist, oh, in Gottes Namen, da muss erstmal der Rest rundrum passen, bevor dass man das mit Leben füllen Ja, kann. und wir haben jetzt, wie viel die Folge ist es jetzt eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ist es die 30. Könnte gut hinhauen. Minimum. 30, 31, So irgendwie so weit um den um, Dreh, ja, ja. genau, so weit um den Dreh dürfte es sein. Und hat lang Spaß gemacht mit dem Inhalt, was es schon hatte. Und jetzt hoffen wir halt noch auf mehr Inhalt in den nächsten paar Wochen, Monaten, dass Genau. wir halt noch mehr zeigen können, noch mehr Spaß haben können. Vielleicht kriegen wir auch noch ein paar andere Leute da dazu gelotst, dass es noch mehr Spaß macht. Genau, dann sind wir zu dritt oder zu viert. Das ergibt sich dann. Ja. Ah, schau mal hin. Komm mal hier hoch mit dem Wasser jetzt auch noch. Ich sehe dich gerade nicht. Ich bin rechts von dir. Okay. Hinter dem Busch. Halt, alles rechts. Ach, da! Das Ja, ist war, das war jetzt definitiv links. guck mal da runter. Und Oh. sag mir, also, das ist doch echt hier. Warten Sie, ich muss hier mit was machen. F12 war es, oder? Genau. Das ist doch Nee, einfach bleib nur. halt da. Ach so. Ich will dich mit oben Ja, haben. da drehe ich mich doch um. Nee. Sehr Oh. gut. Das sieht so episch aus, wenn du in die Ferne guckst. Verstehst wieso? Ja. So, die Taten, die auf mich warten. Genau, in die Zukunft blicken. Genau, nicht zurück. So, wir können weiter. Ich habe das Foto Genau. geschossen. Ah, es hat schon was, also Auf jeden echt der Fall. Hammer. Und wir haben uns ja beide in dieses Game verliebt und Muss man ja förmlich sagen. ja, ich denke, die Liebe wird bleiben und jetzt sehen wir dann, was da kommt. Und ihr dürft gespannt sein, was wir euch in 2 Tagen dann präsentieren, Lustiges. Genau. Wenn alles so hinhaut, wie wir wollen. Genau. Das ist natürlich immer Voraussetzung, ne? Es ist immer sehr schwierig, alles fest zu planen. Ja, besonders wenn mehrere Leute dabei sind, wenn man zu zweit ist, tut man sich immer ein wenig leichter. Ja, wenig leichter ist ja gut gesagt. Du musst ja sagen, es ist ja schon schwierig für uns beide einen Aufnahmetermin Ja. zu finden. Weil wir sind beide berufstätig, haben viel zu tun, wollen so auch noch ein bisschen Freizeit haben, also haben wir meistens nur einen Tag. Ja.
Und dann kommt halt wieder eine Person dazu, die dann eventuell nur an einem bestimmten Tag kann oder an mehreren Tagen kann. Und deswegen müssen wir halt gucken, wie das dann halt irgendwann mal ausläuft. Welcher Tag, worauf wir uns einigen, werden wir noch sehen. Genau. Dass das hier auch funktioniert. So, Aber ich hier will. waren wir auch noch nie, Nee, gell? nee, definitiv nicht. Aber immer noch kein Bären. Nee. Wir haben, glaube ich, jetzt fast schon jeden Quadratzentimeter durchlaufen, aber wir finden keinen Bären. Ja, ich will auch wieder ein bisschen weiter rein. Ja. Okay, wir sind doch. Ich sehe eine Drachenstatue. Echt? Ja. Nochmal eine? Oder ist das die? Ich weiß es noch nicht. Ich sehe zumindest noch nichts Gebautes. Ich sehe noch keine Drachen. Ich Ach, schon. hier. Stimmt. Ist unsere Drachenstatue? Wir werden es gleich sehen. Wir werden es sehen. Also vom Ding her, vom Antlitz her, also was man sieht, würde ich sagen, ist es nicht unsere. Nee, ist es auch nicht, weil die Haltung von dem Drachen ganz Ja. anders ist. Aber das ist auch wieder so ein episches Bild. Ja, ungefähr genauso geil. Ja. Das ist aber definitiv ein anderes Motiv an Ja. Drache. Ja. Das dachte ich mir aber vom Weiten schon, weil er die Flügel so eingeschlagen hat. Aber hier ist auch megamäßig viel Platz. Guck mal das Ja, an. brutal, gell? Es sieht so aus, wie dass man hier wirklich überall was hin platzieren kann. Nicht so wie auf dem anderen. Oh, ich kann da nicht platzieren, ich kann da nicht platzieren. Eine halbe Stunde rumrennen mit dem Haus in der Hand. Ja. Die Folge war wirklich episch. Versucht Ja. die Dinger zu platzieren. Die Häuser. Aber auch hier wieder ist der Hammer. Aber die Alter, was fette ist das Stein hier hier. bitte eine ebene Fläche? Warte mal. Ja. Jetzt muss ich's versuchen. Einfach nur Ach just so. for fun. Ich werde es auch mal. Welches Hammer gehabt? Das dicke, oder? Alter. Alter, auf dem kompletten Strand. Ja. Aber Ah, da hinten geht's nicht. Wieso auch immer. wahrscheinlich zu weit weg einfach nur. Wäre natürlich geil, wenn jetzt da. Ach Gott, wenn jetzt hier im Wald auch noch irgendwo ein Dorf wäre, gell? Das wäre der Brüller. Ah, das können wir ja gucken. Wir sind ja immer noch unterwegs, um den Bären zu finden. Genau. So, wir wissen, wir haben, es gibt noch so eine Statue. Aha, ist das die zweite, die wir gefunden haben, gell? Also jetzt haben wir mittlerweile alles gefunden, oder? In den letzten zwei, drei Folgen haben wir alles Ja. gefunden, was so gibt. Nur Was so kein gibt. Bären. Nur kein Bären. Wieso denn auch? Den braucht doch Warum? keiner. Nö, nö, wie denn auch? Für was denn? So. Ach nee, eins fehlt uns noch, der dritte Drachenturm, wenn es einen Ja. gibt. Angeblich soll es ja einen geben, weil von der einen Position wurde beobachtet, dass er einmal nach rechts wegfliegt und einmal nach links wegfliegt. Aha. Also ist die Annahme, dass noch eine, also dass drei Plattformen insgesamt gibt. Ob das stimmt oder nicht, das wissen wir nicht, aber da lassen wir Ne. uns natürlich gern überraschen. Genau. Jetzt sehen wir dann schon. So. Da oben ist ein Dorf, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Ein Riesenstein ist zumindest oben. Und links neben dem Stein steht irgendwas Hölzernes. Da Da ist ein steht ein Dorf noch. Turm. Ja. Ach, verarsch mich. Haben wir jetzt noch ein Dorf Cool. gefunden? Jetzt haben wir noch ein Skelett, dann bauen wir hier mal einen Spawnpunkt auf. Ja, definitiv. Alter, da ist Was ein ist das für ein Haus. Ding? Alter, da ist ein Haus. Und was für Ja. eins? Das sieht voll riesig aus. Ja. Das ist die nächste Stadt, die wir hier gefunden Alter, haben, und die ist gell? wirklich riesig. Ja. Boah. Guck dir die fucking awesome Stadt an. Der raucht. Die Die raucht. Schmiede raucht. Die Schmiede ist sogar intakt. Ja, hier ist alles intakt, oder? Da steht ein Skelett. Oh, Komm ich. Ja, komm. das passt. Das brauchen wir für einen Spawnpunkt. Das ist super. Das hat ja keinen Skelettkopf, oder? Doch, hat's. Da brauchen wir ja Wo. drei von, oder? Ja, ich würde, da vorne läuft das nächste Skelett. Ich stelle mal hier den Spawnpunkt auf, Ja, gell? mach mal. Das ist Hier, ja schon so, geil. hier ist er. Wir haben jetzt offiziell die vierte Stadt gefunden. Ja. Die vierte. Von drei. Irgendwas geht So. in der Rechnung nicht ganz auf, ne? Ja, also eine Rübe brauchen wir noch, aber die liegt mit Sicherheit hier irgendwo rum. Ja, die kommt schon zustande. Oh, in das Haus kann man auch Hier liegt reingehen. ein Stonehammer. Wrong Leather, Dingenskirchen, schieß mich tot. Liegt Hier ist hier auch rum. ein Ein Lagerfeuer. Lagerfeuer ist da, ist super. Ja. Hier ist Decayed Fleisch.
Habe ich auch Flash. gerade eins bekommen. Ist ja schön. Wieso hat das Ding so Nebengebäude, aber in die Nebengebäude kommt man nicht rein? Ich Das habe das finde jetzt einfach mal angezündet hier. ich. Ja, du Zündler, du Alter. Ja, ich weiß, ich Das weiß. ist natürlich schon geil. Hier sind Born Leather Boots. Das passt wieder so richtig geil in die Ja. fürs erste, letzte Folge. Genau. Wie ausgemacht, wie dass wir sie vorher gesucht hätten. Ja. Aber Das das ist haben wir richtig. natürlich nicht, weil wir hätten uns gnadenlos verlaufen. Ja. Wir sind einfach nur hier am Rumrennen. Hier ist ein Hammer. Ja, Ein Äppelchen nochmal. habe ich auch gerade aus dem anderen ausgezogen. Aber Also ich die habe schon viel Stadt ist ja Hämmer. wirklich riesig. Ja. Alter, was ist denn hier? Hier ist ein Woodlock. Hier Hier ist eine liegen. Treppe drin. Wie geil ist das denn? Wo? Aber da kannst du nicht hoch. Das ist das Problem. Du kommst hier nicht rein in das Gebäude. Ach, in dem Aber da ist Türmchen. eine Leiter drin. Da ist eine Also, Treppe. ja, eine Leiter halt. Ja, ey. Treppe. Ja, Das das ist ist ja so ein Unterschied, Junge. So ein Unterschied. Da reicht mein Bild gar nicht. in der Hitze des Gefechts, weißt du? Aber ich habe In gedacht, welchem Leiter Gefecht? bezeichnend. Ja, vor lauter Freude. Hier ist noch ein Lagerfeuer, also zwei Hier sind Lagerfeuer. Elche. Hier sind Wrong Leather Boots. Hier liegt ein Stein rum. Ja, wir bräuchten aber ein Skelett, ne? Ja. Oder Ja, Gold zwei. Threads. So, was ist denn hier drin? Hier ist nicht. Oh. Habe ich jetzt eigentlich schon Hier Gammel? sind. Ist jetzt mein Wolfszeug schon. Ne, immer noch nicht. Ist immer noch nicht decayed. Nicht? Ne. Gammelt nicht schnell genug. Aber wir haben eine Schmiede hier. Das ist gut. Das ist schon mal episch. Zwei Geil. sogar. Ah, hier ist noch ein Skelett. Hallo. Ich hau dir mal auf die Rübe. So, ich kann das, dass ich dir Sind auf da die drüben Rübe Schlüssel? hau. Ja. So. Gott, armes Skelett. Wow, so arm. So, wir haben den Ding fertig. Genau, dann werden wir den So. mal aktivieren hier zur Sicherheit. Ich habe ihn schon mal Zack. aktiviert. Genau, was ist in der Schmiede los? Nicht viel. Ah, oh, da kommt noch ein Skelett Da liegt angetanzt. nochmal Current Meat. Hier hinten blinkt Anna was. Ach Gott, was ist denn das? Ich mach. Current Spike Ding war hier gelegen. Was Was ist für denn ein das? Ding? Ach Gott, hier, guck mal. Ja, das Ding Uh! war da gelegen. Ah, okay. Eine fette Keule. Der macht ja auch gut Damage. Alter, hier krabbeln schon wieder zwei Skelette rum. Oder eins. Eins krabbelt rum. Naja, ich gehe zum Feuer wärmen. Du wirst Oh, ja. ich nehme das Skelett gerade mal aus hier. Oh, gut. Ist eigentlich ein Hier. versöhnlicher Abschluss hier, ne? Gell? Das ist schon Fleisch habe cool. ich auch noch mal gefunden. Ja. Ach ja, könnte ich auch nochmal schnell kochen. Fleisch, ein Knüppel. Was macht denn der Knüppel überhaupt für Schaden? Schaden eben. Crude Spike Club heißt das Ding. Jetzt sollen wir mal schauen auf C. Ach, der macht nur 8 Schaden. Aber Ach, noch wie nicht viel. langweilig. Da macht ja mein Schwert mehr. Ja, meins sowieso. Ja, deins. Deins ist ja Stahlschwert. außerhalb der Norm, ne? Ja, es ist halt nur noch die Frage für diesen blöden Cleaver, den wir eigentlich haben wollten hier, brauchst du eben einen Bärenpelz, Ja. der 38 Schaden macht, hat diese Monsterschlachtaxt. Deswegen wird auch der Bär schwer zu finden sein, wegen diesem Monstergerät einfach. Wahrscheinlich. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. So. Irgendwann wird man doch dennerst mal einem Bären überm Weg laufen. Ja, eben. Aber Und das ist doch hier ein echt versöhnlicher Abschluss hier an der Stelle ja, mit dem Dorf. vor allem, wenn man Richtung Wasser runtergeht, haben wir Ja. die andere Drachenstatue. Hier können wir uns Genau. fürs erste Mal niederlassen. Und ja, ich würde sagen, wir sind fertig Schau mal für. an den Himmel. Siehst du das auch mit Mond und Sonne? Ja. Das ist doch arg geil, oder? Es hat was, ja. Auf jeden Fall. Genau, da würde ich aber sagen, mit dem Anblick, der richtig schön ist hier, Feuerchen. Ui. Ui. Genau. Bayerwald im LP im Blick. Du auch hier, Bayerwald, schön. Feuer, Sonne und Mond und die Sterne und die Wolken und dieses Dorf. Ja, sagen wir Genau, Ciao. ein Traum. Ciao Ein fürs Erste. Träumchen, genau. Bis irgendwann. Genau, tschüss. Ciao.